2019 ist ein Jahr der Tokyo Motor Show. Alle zwei Jahre laden die japanischen Hersteller in ihre Heimat ein und für Mazda soll es eine ganz besondere Messe werden. Denn 2017 haben sie das Vision Coupé Konzept gezeigt. Und daraus könnte jetzt der neue Mazda 6 werden. Das gesamte Auto würde länger werden, für mehr Kofferraum und Beinfreiheit. Beim aktuellen Mazda 6 haben sich viele im Autobild-Dauertest etwas über die übersichtliche Reichweite beschwert. Zur Lösung gibt es zwei Möglichkeiten, entweder einen größeren Tank oder einfach weniger Verbrauch. Die Japaner haben sich für Letzteres entschieden. Der nächste Mazda 6 soll mit der neuen Kompressionszündung des Skyactiv X-Benziners arbeiten. Damit soll der Benziner so sparsam werden wie ein Diesel. Ebenso möchte Mazda einen Mild-Hybrid und auch einen Plug-in-Hybrid anbieten. Im Zuge dessen soll auch ein 24 oder sogar 48 Volt Bordnetz in die Baureihe einziehen. Im Herbst 2019 werden wir mehr wissen.